Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu euren Wochenend-Special, zu euren Wochenend-Orakel. Ich freue mich, dass du wieder mit an Bord bist und hier bei der Legung. Und ich habe ja schon gesagt, der Donnerstag könnte mit euch sozusagen in das Wochenende schon hineinstarten. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich habe es nur gesagt, ich habe das Gefühl so danach. Und wir schauen heute jedenfalls auf den 10., 11. und 12. Der 10., der 11. und der 12. 12. Also hier ist der Portaltag, der 12. 12., das Sonnentor. Und dieses Sonnentor, das zeigt sich jetzt so auf eine magische Art und Weise. Das ist so ein magisches Lichttor, das sich jetzt bei euch immer mehr zeigen wird. Und ich habe gerade gemerkt, dass ihr diese Karten nicht sehen könnt. Moment, ich gebe es mal so ein bisschen runter. Seht zwar jetzt die anderen Karten, die werde ich jetzt noch weggeben. Ja, jetzt könnt ihr die sehen. Und die lege ich einfach so her. Das heißt, das könnte sein, dass das wirklich in einem Zusammenhang ist und dass sich das schon ankündigt für das 12-12-Tor. Also schaut euch auf alle Fälle das 12-12-Tor an, okay? Ich bin vielleicht ein bisschen heiser, meine Stimme, ja, aber mir geht es sehr gut. Ich habe meinen Schal, ne, meinen warmen, kuscheligen Schal hier bei mir. Und habe es mir gemütlich gemacht. Es ist sehr warm und ich freue mich jetzt, dass wir jetzt in die Wochenendlegung hineingehen. Wie immer, denk daran, es ist eine allgemeine Legung. Du kannst mit dem Legung in Resonanz gehen. Es kann auch sein, dass du mit dem ersten Stapel, mit dem zweiten oder mit dem dritten Stapel in Resonanz gehst. Es kann aber auch sein, dass du mit alle drei in Resonanz gehst am Wochenende. Also schau dir mal auf alle Fälle alle drei Stapeln an. Es lohnt sich immer, ja, weil eben genau das so wichtig ist, weil manches Mal zeigt sich da ein bisschen was und denkst du, okay, schon interessant. Dann zeigt sich da auch noch ein bisschen was, was zu dir gehört und da vielleicht auch. Und diese drei ist dann dein Mix für dein Wochenendspecial, okay? So, ja. Bevor ich es vergesse, ich habe mir kein Jahresreading. Also ich kriege noch so viele Anfragen für das Jahresreading 2022. Ich kann euch für das Jahr 2022 mehr nicht die große anbieten. Was ich aber, ich drücke jetzt so ein paar Äuglein zu und sage, okay, ich biete jetzt ein paar kleine an. Ja, also das heißt jetzt nicht mehr so wirklich ganz, ganz das Große für jedes Monat, also beziehungsweise ein Monat, da lege ich die ganzen Wochen aus, dann gibt es die Energiekarten und die und so weiter. Ja, das nicht mehr, aber ihr kriegt eine Stunde, mindestens so eine Stunde und eine Stunde 10, es kommt immer drauf an. Das kriegt ihr dann auf alle Fälle für euer Jahr. Na, da schaue ich dann gesamt in euer Jahr hinein für 2022. Da habe ich jetzt noch insgesamt 5 Plätze zu vergeben. Aber ich habe schon 2 Anfragen bekommen, kriege ich jetzt gerade herein. Also hier bitte auch da schnell sein. Und wenn du sagst, du möchtest ein großes, dann kannst du dich auch schon bitte für 2023 anmelden. Also dass du hier schon sagst, ja, du möchtest unbedingt von mir ein Jahresreading buchen, dann kannst du das jetzt schon machen. Weil ich habe jetzt schon viele, so, ich glaube einige jetzt schon. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es 5 oder 6 sind, die ich jetzt schon habe für das Jahresreading fix für 2023. Und ich vergebe nur 20 Plätze sozusagen für das Jahresreading, weil das wirklich sehr intensiv ist und ich mir da ganz viel Zeit dafür nehme, weil mir das auch wichtig ist. Und ja, da kannst du mal signieren, ob du das auch möchtest, das Kleine. Dann schreib unserem Team oder mein Team einfach an. So, und jetzt starten wir. Hoppele. Die möchte als erstes angeschaut werden. Dann lege ich die gleich mal so her. Die wollte schon fix umgedreht werden. Ach, die Assen! Ich hab's gewusst. Also, wenn hier in dieser Legung keine Assen drinnen gewesen wäre, dann hätte ich mir gedacht, okay, irgendwas stimmt mit den Karten nicht. Das gibt's nicht. Und das ist die zweite Karte, das Ass des Wassers. Also hier, wir werden von den Assen verfolgt, meine Lieben. Aber das ist gut. Aber wahrscheinlich glaubt ihr noch nicht an einen Neuanfang.
Deshalb kommen die ganzen Assen. Denn die Assen stehen für Neuanfänge, für Chancen, etwas in die Tat umzusetzen, etwas sich zuzutrauen. Und das Ass der Erde ist natürlich das Ass der Münzen. Und das ist ein absolutes Highlight, weil das ist Finanzen, Erfolg pur. Und dann haben wir noch das Ass des Wassers. Da geht es um tiefe Gefühle, tiefe Leidenschaft. Auch deine Gefühle zu vertrauen, dein Bauchgefühl zu vertrauen. Das ist so meine feinfühlige jetzt Deutung, denn ihr wisst ja jetzt mittlerweile, was das Ass der Erde bedeutet. Weil es sind so oft, wie die rauskommen, das ist mega. Wow, es geht auch um Liebe, eine schicksalhafte Liebe. Okay. Da haben wir jetzt ein Pärchen. Das ist jetzt auch interessant, spannend. Und zwar haben wir das die Königin des Wassers und den König des Feuers. Also es kann auch sein, dass du weiblich bist und sagst, ja, du bist Löwe oder ja, du bist Schütze oder ja, du bist Widder. Und dann ist das dein Gegenüber, Fische, Krebs und Skorpion. Und es kann auch sein, dass du die beiden Elemente in deinen eigenen Zeichen hast oder du hast es mit so einer Person zu tun, am Wochenende. Na, das kann natürlich auch sein, dass am Wochenende, dass hier sich eine Chance bei dir auftut. Ne? Vielleicht bist auch du der Glückspilz, ne? Weil wie gesagt, ich vergebe nur mehr 5 Plätze, 5 für ein kurzes Jahresreading für 2022. Und wenn du das haben möchtest, dann kann schon sein, dass du sagst, ja, du möchtest das haben und du meldest dich dann per E-Mail und dann bist du sozusagen, hast du das auch, weil ich bin nämlich Skorpion mit Aszendent Schütze zum Beispiel. Ne? Das passt jetzt, würde jetzt auch zu dem auch passen, ja, weil es jetzt gerade so reinpasst. Und da könntest du auch Glück haben, ne? Dass du da noch sozusagen einen Platz ergatterst. Das ist dein Erfolg, dein Stern sozusagen. Und dein Stern wird leuchten, mein Schatz. Also hier steht alles ein Zeichen des Sterns und auf einen guten Stern, ja. Also wie gesagt, Mut wird belohnt, meine Schatzis. Und nutze die Chance. Wir haben hier wieder 2 Asse. Ja, also wow. Also ich bin da so sprachlos, weil die Assen verfolgen uns ja tatsächlich jetzt schon eine Weile, wenn ihr das so verfolgt habt bei mir. Dann werdet ihr bemerkt haben, dass immer wieder eine Legung kommt, wo viele Assen dabei sind. Und das immer wieder, weil und das Universum sagt, ihr habt das noch nicht verstanden, es muss ein Neuanfang her. Es muss ein Neuanfang her. Ja, das Alte muss jetzt gehen. Das Alte darf jetzt losgelassen werden. Und das ist sehr spannend, wenn ich jetzt da so rüberschaue, da liegen jetzt meine Karten, mein ganzes Kartentetris liegt hier, was ihr nicht sehen könnt, ich zeige es euch mal. Also hier liegen wirklich viele Karten und das Interessante ist, auch hier leuchtet mich schon ein Ass der Erde an, ne? Und das ist auch interessant, ja? Also egal wo ich hinschaue, es sind Assen hier, ne? Und das ist genau das, was deine Chance jetzt hat, ja? Gefühle im Materiellen, in Gefühlswelt, in der Liebe, in Neuanfängen, in Finanzen. Vielleicht achtest du auch auf deine Finanzen. Vielleicht bist du auch ein absoluter Mensch, der sehr gut mit Geld umgehen kann, der ein gutes Management mit Geld hat. Vielleicht legst du dein Geld auch sinnvoll an. Das kann auch sein, dass du dich Gedanken machst, jetzt einen neuen Start zu wagen, weil du sagst, okay, jetzt hast du einen Geldbetrag zusammen und jetzt nimmst du die Hälfte und investierst, ich weiß es nicht in was, ja, wenn du dich da gut auskennst. Wenn du dich da nicht gut auskennst, so wie ich, dann lass bitte die Finger davon, ja. Also ich habe einen sehr guten Astrologen, einen Wirtschaftsastrologen, also der ist wirklich super. Ich finde den grandios, wirklich grandios, der hat echt was drauf und ja, also hier ist es auch so, ne? Also vielleicht begegnest du auch so einen Wirtschaftsastrologen. Das kann natürlich auch sein, dass du hier dich da bei einem Wirtschaftsastrologen auch dich beraten lässt. Das kann natürlich sein. Es kann aber auch sein, dass du dich hier in allgemeinen Dingen berätst, in Gefühlslagen, also in deinen Gefühlen oder in deinen Finanzen oder sogar beides.
Denn das Rad des Schicksals spricht von der Liebe, aber sie spricht auch von der schicksalshaften Liebe. Was heißt jetzt eine schicksalshafte Liebe überhaupt? Eine schicksalshafte Liebe heißt, das Schicksal hat da die Finger im Spiel. Das heißt, das Schicksal möchte jetzt euch die Liebe eures Lebens bringen. So. Und ich werde jetzt mal schnell Licht aufdrehen, bevor ihr mir keine Karten mehr erkennen könnt. So, und jetzt starten wir in den Freitag. Das wäre der Samstag und das wäre der Sonntag von mir gedacht. Wenn du sagst, das ist dein Wochenend-Special, auch in Ordnung, ne? Aber meistens, wie gesagt, schaut euch alle drei Stapeln an, denn alle drei beinhalten irgendetwas, was euch jetzt sozusagen antriggern könnte, ja? Um eure Asse, um euer Popo, um mein Popo zu bewegen. Hier haben wir den Bergkristall. Oh, hier sind zwei Krafttiere gefallen. Ja, da muss schon jemand... Schau, das ist jetzt... Das ist interessant. Das, alleine die drei Karten sind für mich mega. Mega, mega aussagekräftig. Wir haben hier das Kind, den Reiter und den Weg. Es geht um einen absoluten... Ich glaube nicht, dass es um ein Kind geht. Ja? Aber es kann natürlich auch dein Kind sein. Dass dein Kind jetzt es wagt, eine Chance wagt, das Ass wagt sozusagen, um neue Wege zu gehen. Ja? Das kann natürlich schon sein. Wenn du aber keine Kinder hast oder deine Kinder schon erwachsen sind und die kein Interesse daran zeigen, dann geht es um dich. Dass du hier einen absoluten Neubeginn starten sollst und neue Wege gehen sollst, neue Wege bestreiten sollst. Und diese neuen Wege, die jetzt auf dich zukommen werden, das ist das, was ich hier reinbekomme, dass dein Weg, dass du den sehr schnell, sehr plötzlich, denn der Reiter hat die 1, da kommt sehr plötzlich, ne? Das ist so nach der 0, ne? Kommt die 1 jetzt in dem Fall, also nach dem Narren, wirst du jetzt merken, dass du hier absolut jetzt merkst, dass hier ein absoluter Neubeginn starten möchte. Also hier ist jemand bereit, hier nimmt jemand sein Zepter in die Hand. Ne? Hier ist jemand bereit, etwas zu riskieren vielleicht auch. Ne? So, ich gehe das jetzt an. Ja, ich schaffe das. Ich mache das jetzt. Ich wage den Neubeginn. Ich traue mich jetzt zu. Ich warte nicht mehr länger ab. Und das sehe ich ganz, ganz stark hier bei euch. Und dann nimmst du die Kraft, denn du bist gesegnet, mein Schatz. Du bist für deinen Neuanfang absolut gesegnet. Ja, gesegnet. Also das Schicksal segnet deinen Neubeginn. Das hat etwas mit Kräfte zu tun oder mit Kraft zu tun. Ja, es kann ja sein, dass du jetzt, weiß ich nicht, dein Fitnessstudio eröffnest oder ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass du hier etwas mit Kraft oder dass du Kraft benötigst, aber auch Leidenschaft. Denn der König des Feuers ist sehr leidenschaftlich, ne? Und die Königin des Wassers, also hier kommen wirklich Leidenschaft und Feuer, Temperament, Gefühle, ein Gefühlsschwall, ja, aber der gute Stern steht hier, das freut mich sehr, denn Feuer und Wasser ist immer so, ne, Wasser löscht das Feuer, ne, das kann sein, dass hier sehr schnell etwas zum Erlöschen beginnt und deshalb aufpassen, deshalb sagt auch das Schicksal, bitte passt auf, bringt eure Gefühle und eure Erdung, eure Wurzelchakra in Einklang, dann entsteht ihr da, dann lasst ihr euch das Licht oder die Gefühle nicht so schnell ablöschen. Dann haben wir die 6 des Feuers, das Ass des Feuers und den Wagen. Ja, wie spannend. Das kann ich euch schon mal versichern. Diese Karten sind, diese zwei zumindest, sodass ich weiß, sind gestern auch gefallen. Ja? Also hier der Donnerstag, da ist auch das Ass des Feuers gefallen in den Stapel, glaube ich. Und auch der Wagen ist gefallen. Und auch hier ist es interessant. Und die 6 des Feuers. Das Ass des Feuers und die 6 des Feuers. Also hier kommt ein absoluter leidenschaftlicher. Das muss schon eher unter deinen Fingernägeln so brennen, wo du sagst, so und jetzt gehe ich es an. Ich mache das, ich schaffe das, ich tue das. Ich mache das jetzt und weil mir das so wichtig ist. Ich weiß es nicht, vielleicht möchtest du abnehmen. Ne? Vielleicht bist du sehr kräftig gebaut.
und du möchtest schlank sein oder du möchtest einen gesunden, schlanken, fitten Körper, dann kann das auch jetzt absolut, absolut, absolut ist es der richtige Weg. Und dann bringst du das nach vorne. Du schaffst das mit dem Wagen. Du gehst nach vorne. Du vertraust darauf, dass du das schaffst. Dieses Mal schaffst du es. Du brichst mir deine Diät nicht ab. Du brichst deinen Sport nicht mehr ab. Du brichst dies, jenes und keine Ahnung was nicht mehr ab. Du hörst jetzt auf zum Naschen oder du naschst nur mehr einen Tag in der Woche. Oder du bringst irgendetwas zündest du an. Denn dass die Feuerkarten sprechen auch von Fettverbrennung. Und es kann auch sein, dass du Fett verbrennst an diesem Tag. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwas ist Feuer, ne? Burn. You burn. Oh my God. Ja, du brennst, ne? Es kann auch sein, dass du wirklich viel Sport betreibst an diesem Wochenende. Das kann gut sein mit dem Wagen. Ja, hier bringst du etwas zum Brennen. Es ist so, ich krieg so rein, I'm sorry, aber ich krieg so rein, dass ihr Sport betreibt am Wochenende. Also ihr macht das jetzt und ihr macht das auch gut. Dann haben wir den Hasen, Überwindung der Angst, Befreiung aus der Opferrolle, mutig gescheit, Boden für Ideen und Projekte. Vorbereiten, damit diese fruchtbar sein können. Ui, da geht es um die Befreiung von einer Opferrolle. Also brichst da voll aus. Also ich krieg das so rein. Du befreist dich absolut. Ne? So wie der Hase. Du schlägst richtige Haken. Ne? So. Und weg bist du. Also der Hase kann sehr schnell sein. Also man sollte die Hasen, die Feldhasen gar nicht unterschätzen. Dann haben wir das Seepferdchen. Durchs Leben tanzen, Taktgefühl, Rhythmus, Fortbewegung wird zum Wagen passen. Ich weiß nicht, habe ich euch den Wagen gezeigt? I'm sorry. Falls nicht. Das ist der Wagen. So. Ja, und das Seepferdchen spricht auch von dieser Harmonie, von der Fortbewegung, von der Einheit, Farbenspiel, Verbundenheit, Geborgenheit. In Partnerschaften Liebe, Respekt, sich fallen lassen zu können. Das ist jetzt auch mal schön, ne? Weil wir hatten ja hier das Pärchen hier oben. Und hier haben wir das auch, das Pärchen, ne? Liebe, Partnerschaft, Respekt, sich fallen lassen. Sehr schöne Karten hast du hier. Wow, also hier geht es wirklich am Wochenende bei euch. Schaut diese neuen Ideen. Was ist in deinem Kopf? Was möchte jetzt umgesetzt werden? Wo solltest du jetzt in die Klarheit kommen? Weil wir hatten den Bergkristall, ne? Und jetzt kommen wir zum Stapel 2. Von mir gedacht, den Samstag. Da ist dieser erdige Stein. Ich weiß noch immer nicht, wie der heißt, aber vielleicht wisst ihr ihn. Ich zeige euch vielleicht ganz nah an die Kamera, aber es blendet, glaube ich, jetzt. Es ist kein Bernstein, aber der ist auch zu wenig orange, ne? Also hier. So, da ist die Rückseite. Vielleicht erkennt ihr etwas auch sogar oder seht ihr sogar etwas in dem Stein drinnen. Und ganz ehrlich, ich erkenne da etwas. Und zwar, versuche es jetzt mal ganz ruhig zu halten. Hier sehe ich eine Dame mit einem weißen Kleid. In dem Bereich hier. Und da sehe ich einen Weg. Und diese Dame geht diesen Weg entlang. Ja, vielleicht seht ihr das auch. Jetzt ist sie ein bisschen kräftiger, jetzt ist sie schlanker. Ja, da geht es um Zunehmen, Abnehmen. Ihr, ganz ehrlich, viele von euch werden von so auf so gehen. Na, und ich sehe auch, sie haltet so wie einen Stecken, eine Stütze. Aber das ist immer je nachdem, wie ich es halte. Ich glaube, so kennt ihr das besser. Und auch interessant, manches Mal sieht man, als ob sie so gehen würde. Und manches Mal sieht man, als ob sie so gehen würde, ne? So, sehr interessant hier. Hatte ich so auch noch nicht gesehen, aber gut, das wollte jetzt auch sein. Hier haben wir den Frosch, hier haben wir den Geschäftspartner. Glückliche Zufälle, wow, Bodenständigkeit, Wünsche erfüllen sich.
Oh, auch vielleicht weltlich gesehen, werden die Menschen wieder freundlicher. Es kann sein, dass du an diesem Wochenende merkst, dass die Menschen insgesamt freundlicher werden. Vielleicht auch deine Klienten, deine Kundschaften, vielleicht sind sie freundlich. Meine, ich muss Holz klopfen. I love it. Ich habe so ein großes Glück mit euch. Ich schwöre es euch, ich habe die besten Zuschauerinnen und die besten, ja, Klienten der Welt. Ich muss euch echt mal jetzt loben. Alleine schon an das Mitarbeiten, nicht da daran denkt, ne, wo ihr wart und wo ihr jetzt seid. Das ist wow. Wow ist das, ne? Und das könnte auch sein, dass du in die Heilung kommst, dass du dein Wissen jetzt umsetzt. Vielleicht möchtest du auch ein Geschäft eröffnen. Vielleicht möchtest du neu in die Zukunft schauen. Vielleicht schaust du auch schon ein bisschen voraus. In 2022, was möchtest du in 2022 erreichen? Welche Tore sollten sich bei dir öffnen? Und es werden wunderschöne Tore sein. Also an diesem Wochenende, ho, ho, ho. Wow. Wirklich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass weltlich gesehen die Menschen insgesamt wieder zufriedener sind. Vielleicht sind sie auch glücklicher. Ja, vielleicht sind sie auch dankbar. Also ich bin sehr dankbar. Ich finde das immer etwas Wichtiges, dankbar zu sein, sich dankbar zu fühlen, auch respektvoll gegenüber anderen Menschen. Und vielleicht bist du happy an diesem Wochenende, dann strahle es in die Welt hinaus. Sende dein Glück in die Welt. Du wirst es doppelt und dreifach und absolut zurückbekommen. Ja, und das ist einfach so. Ja, strahle es in die Welt hinaus. Menschen, die es vielleicht nicht so gut geht wie dir, zeige ihnen, dass du da bist. Wurscht, ob nur spirituell, gedanklich oder auch physisch. Beides möglich. Und vielleicht achtet ihr mal darauf, dass ihr vielleicht mal, ja, vielleicht macht ihr auch ein Projekt für Menschen, die es nicht so gut geht oder Menschen, die in Altersheimen sind oder Menschen, ja, die es einfach insgesamt nicht so gut geht, egal ob das ältere Menschen sind, Kinder sind. Vielleicht spendet ihr etwas, vielleicht tut ihr euch zusammen, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Auch das wäre sehr sinnvoll an diesem Tag. Vielleicht wünscht ihr euch auch Herzenswünsche für andere. Das kann natürlich auch sein. Also hier, wenn es dir ganz gut geht, dann gib es raus. Und wenn es dir nicht so gut geht, dann kannst du versichert sein, dass entweder dass es jemandem gut geht und dir sozusagen, dass du das spürst, dass du positive Energie bekommst an diesem Tag. Oder es kann natürlich auch sein, dass du hier ganz viel Information erhältst, wie du anderen Menschen etwas Gutes tun kannst. Und das könnte dein Projekt sein. Vielleicht machst du mal ganz was anderes, was überhaupt dein Job ist. Vielleicht hast du schon Urlaub und dann tust du anderen Menschen einfach etwas Gutes. Und das ist ein glücklicher Zufall für dich, aber auch für andere. Ich habe auch das Gefühl, dass auch dir ein glücklicher weltlicher Zufall in deine Hände geflogen wird. Und das betrifft die ganze Erde. Also hier könnte etwas kommen am Wochenende, was die ganze Erde betrifft. Die ganze Welt betrifft. Menschen, die in Heilung gehen, Menschen, die genesen, vielleicht gesund werden, vital werden, fit werden, sich für sich etwas Gutes tun wollen, dann ist dieser Tag auch perfekt dazu, ne? Ja, vielleicht planst du aber auch ein neues Projekt, ein neues Projekt, neue Selbstständigkeit, Selbstständigkeit generell. Dann wird das absolut gut ausgehen. Du wirst ganz viel Weisheit und Wissen da reinstecken. Und die Sterne stehen auch für Weisheit und Wissen, für Klarheit, für den Durchblick, aber auch für den absoluten Erfolg. Und das im Zuhause. Es kann auch sein, dass du von zu Hause aus arbeitest. Das kann es natürlich auch bedeuten, dass du Erfolg im Zuhause hast. Ja, solltest du von zu Hause aus arbeiten, wirst du einen Mega-Erfolg haben. Du wirst dein Wissen der Welt zur Verfügung stellen. Du wirst dein Wissen, deine Lebensfreude, die Welt zur Verfügung stellen. Du wirst dein Wissen, deine Freude und deine Heilung der Welt zur Verfügung stellen.
Du bist geerdet, du bist gesichert sozusagen, dir kann gar nichts passieren. Und es ist ein Umbruch, also in der Welt, aber auch in dir drinnen spüre ich. Und das wirst du am Samstag vielleicht stärker spüren als an anderen Tagen. Hier haben wir den Sprung in eine neue Zukunft wagen, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, spirituelle Kraft, höherer Zustand in uns selbst, Dimensionssprung. Wow! Also hier könnte jemand wirklich einen Durchbruch haben in dem, was er macht, in dem, was er tut. Aber das Erste ist, du musst dir vertrauen. Und das könnte ein absolutes Liebesvertrauen sein, wo du liebst. Und das Schicksal, und hier ist auch der Stern. Vielleicht tust du dich mit anderen Menschen auch zusammen. Ja, das sehen wir auch hier mit den Geschäftspartnern. Also du tust dich dir definitiv mit anderen Menschen zusammen, du vertraust und du gehst auf das Ass. Du setzt alles auf die Asse. Okay? Und das geht gut aus. Also sei dir gewiss, es geht gut aus. Vertrau einfach, ja? Du wirst so oder so wirst du zu dem kommen, was du möchtest, was du liebst. Und das ist eben dein Durchbruch, dein Highlight. Das schaffst du. Ich weiß, dass du das schaffst. Ich weiß es. Ganz, ganz, ganz fix weiß ich das. So, und jetzt kommen wir zum Stapel Nummer 2. Sorry, Nummer 3. Zwei hatten wir, jetzt kommen wir zum dritten, zum letzten an diesem Wochenende. Du hast den Larimar-Stein. So, du hast auch einen Kraftgeber bekommen. Du hast auch das Schicksal. Hier ist auch das Schicksal. Wow, auch hier ein neuer Umbruch. Aber hier ist es was anderes. Hier geht es um Liebe. Hui. Wow. Also das ist ein Liebestapel. Also Stapel 3, ihr habt einen Liebestapel. Ihr habt einen Liebestapel und ihr habt zweimal den Neuanfang in der Liebe, in einer Partnerschaft. Und wir haben zweimal ein Pärchen. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Denn wir haben hier einmal das Pärchen. Also hier werden wir gleich ratzfatz fertig sein, weil die Karten sprechen wirklich für sich. Also hier haben wir das Pärchen. Also hier könnte es wirklich sein, dass du die Liebe deines Lebens kennenlernst, dass jetzt das Schicksal sagt, so, jetzt bist du bereit, jemanden kennenzulernen. Er ist bereit, sie ist bereit, sie ist bereit, sie ist bereit oder er ist bereit und er ist bereit. Ne? Also hier geht es wirklich darum, hier ist jemand bereit für die Liebe. Hier riskiert auch jemand etwas. Hier möchte auch jemand definitiv einen Neuanfang. Wir haben hier Wasser, das Ast des Wassers und Ast der Erde. Das ist vielleicht ein langsamer, gefühlvoller Anfang, aber definitiv ein mega stabiler Anfang. Und wenn etwas stabil ist, ne, wenn etwas gute Wurzeln schlägt, dann kann man da aufbauen, ne, wie ein Haus bauen. Eine gute Fundamentplatte, ja, zeigt, dass das Haus dann sehr, sehr gut aufgebaut werden kann. Aber wenn die Fundamentplatte wackelt, dann wird das Haus auch wackeln anfangen. Und deshalb eine gute Basis ist das Fundament. Also lasst euch Zeit. Es ist wieder interessant. Wir schließen an gestern an. Wir haben hier dieses Mal, glaube ich, ist es um. Ich weiß es nicht, wie es gestern lag mehr. Aber hier haben wir die Königin des Wassers, also den König des Wassers und die Königin des Feuers. Ich glaube, gestern war es umgekehrt, aber ich bin mir nicht sicher bei den Stapeln. Oder bei der Hauptüberschrift. Also schaut euch vielleicht den gestrigen Tag noch, also den gestrigen, sage ich, den Donnerstag an. Also hier ist ein Pärchen, ein absolut gefühlvolles, leidenschaftliches Pärchen, was jetzt zueinander finden möchte. Es könnte tatsächlich sich um ein Widder handeln, ja, weil wir haben den Widder hier und Widder, Löwe, Schütze ist Feuer. Dann haben wir Fische, Krebs, Skorpion ist eben Wasser. Und da haben wir die Kraftkarte Neuanfang, sprunghafte Veränderung, Frühlingserwachen, Sprung ins Ungewisse. Und das könnte sein, dass du bis zum Frühling sogar umziehst. Ne? Das könnte schicksalhaft dein neuer Weg sein. Denn die 10. Erde, du schaffst das. Du bist so weit. Du bist so weit. Du hast dann 10 Münzen. Mehr gibt's nicht. Ja, also hier, es gibt so den König und die Königin und ihr wisst, was ich meine. Aber von den Zahlen her gibt es nicht mehr. Da ist die 10, das ist
Es ist vollendet, ja, es ist, etwas ist vollendet. Und das könnte jetzt auch bei euch sein, die Zehen der Erde, es ist etwas vollendet, trau dich. Und es kann auch sein, dass du wirklich im Frühling schon umziehst. Du wagst diesen Sprung auch. Dann Hindernisse überwinden, Durchsetzungsvermögen und Tatkraft. Yay! Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ja, ihr wartet wieder, ne? Dass ich das sage. Viele stört das, aber mir ist das eh wurscht, ne? Okay, ihr wollt das hören, dann mache ich das. Tut, tut. Okay, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, ganz ehrlich. Ich sehe da so einen Zug vor mir und der macht tut, tut. Alles einsteigen, bitte. I'm sorry, ich bin so gaga. Es ist so witzig, es macht so viel Spaß mit euch. Ja, vielleicht steigst du ein, vielleicht schreibst du es unten in den Kommentaren und bist auch so lustig wie ich. Hier kommt definitiv ein Neuanfang, einen Vertrag, aber auch jemand, der möchte etwas Festes auch. Es kann wirklich ein Festvertrag sein, also eine Festanstellung. Jemand möchte fest liiert mit euch sein, fest zusammen mit euch sein. Jemand macht euch vielleicht einen Verlobungsantrag im Frühling, ne? Das kann auch sein, dass du damit rechnen darfst, vielleicht speicherst du dir diese Legung in deine Playlist ein, das kann auch tatsächlich davon stehen oder dafür stehen, dass du einen Heiratsantrag im Frühling bekommst, denn hier steht Frühlingserwachen, auch das kann die Veränderung sein, denn ihr habt es vollendet, gemeinsam, ihr als Paar vollendet, egal ob du ein Wasserzeichen hast oder nicht, ob du Feuer hast oder nicht, das gilt für alle, die diesen Stapel gewählt haben. Und dann kommt, danach hast du diesen mega schicksalshaften Neubeginn. Und dieser mega schicksalshafte Neubeginn ist mega. Und da gibt es gar nicht viel zu sagen mehr. Also ich würde es auch genauso belassen und wünsche euch von ganzem Herzen ein wunderschönes Wochenende. Tut, tut. Tschüss.